Yes, Alter! Damit besiegen wir es. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal, Leute. Und zwar, wir haben ganz spontan uns gedacht, gutes Wetter in Berlin, wir haben Hunger. Deshalb zeigen wir euch heute coole Läden, drei Spots, die ich mag. Ich habe Adam mit dabei, der hat immer Hunger. Von daher drei verschiedene Küchen. Wir sind gerade beim ersten Spot, Berlin Moabit in der Turmstraße bei Big Barsha. Libanesischer Frühstücksladen, kann man aber auch mittags essen, ist kein Problem. Und ich würde sagen, let's go. Erster Spot. Sebastian ist? Ja, let's go. Guck mal die Speisekarte an. Ich bin, was libanesische Essen angeht, Experte. Deshalb, die Bestellung nehme ich. Wenn das Essen steht, dann zeige ich so, was wir haben. Ich habe von diesem Laden schon viel gehört. Barsha? Barsha, oder? Ja, Barsha. Ich habe viel von dem Laden gehört, aber ich war noch nie hier, deswegen bin ich heute sehr gespannt. Also das, was wir heute frühstücken, ist typisches libanesisches Frühstück. Das frühstücken die in Libanon? Das frühstücken die in Libanon. Okay, bin ich gespannt. Und ich werde auch gleich ein bisschen erklären, was zu den Sachen, also so weit, wie ich es halt weiß. Erkläre ich euch ein bisschen und dann ein bisschen Mamfi, ein bisschen Essi und dann schaue ich. Super. Super, Sinis. Ey, Wallah, Chok. Auch mal Dings super in die Kommentare reinschreiben. Also, zu jedem Essen, aber muss man, ich bin immer jemand, der leider immer oft nachbestellt. Immer einen schönen Gemüseteller und schön, wie nennt man das auf Arabisch? Fette? Sieht das aus wie Fette? Das ist Chibis. Das hört sich so fettig an. Chibis auf Arabisch. Chibis? Ekmek. Ekmek geben wir. Aber das mag ich schon mal, weil die immer so viel Brot geben. Das ist jetzt Fette. Das ist Fette. Das ist Joghurt mit frittiertem Brot oben drauf. Cashewkerne. Genau. Und unten ist, glaube ich, noch, wie nennt man das, diese? Kichererbsen. Kichererbsen, glaube ich, ja. Sag mal, gehen wir nochmal schön richtig nah ran. Ist Hummus drin oder so? Nein, Hummus ist, glaube ich, nicht drin. Gibt es aber auch die Variante. Ich würde sagen, lass probieren, oder? Aber diese verstehe ich mal bis heute nicht. Das ist Kabis. Aber warum ist es lila? Warum die Farbe? Ich esse das zum ersten Mal jetzt, weißt du was? Okay, muss ich sagen. Zu diesem Laden kommen, ist mir ein bisschen zu bitter heute. Zu diesem Laden kommen auch viele Veganer. Weil es ist kein Fleisch drin. Nee, das ist wenig. Bisschen Fleisch, sage ich. Bisschen Salz? Ja. Bisschen Salz. Oder Fern? Super. So, wir haben jetzt nochmal. Was ist das? Das ist, Bruder, das nennt man im Arabischen, ich will nichts Falsches sagen, Armenessen. Das sind einfach nur gekochte Kichererbsen. Ja. Macht man eigentlich mit Zitrone, Knoblauch, aber ich ja, finde das ist so püriert mäßig. Das ist mal mit Brot, zeige ich dir gleich. Aber ich liebe sowas, weil sowas ist immer meistens. Das hält sehr, sehr lange auch. Und ich glaube, das haben immer viel Liebe gemacht, wa? Hoffentlich, keine Ahnung. Das habe ich gefragt, ja. Ich schmecke hier Fette, nicht so? Ist okay? Ist okay. Ist okay, Jani. Also, braucht auf jeden Fall auch Rührei. Ein bisschen für Eiweiß gerne, sorry. Und ich muss sagen, mit Salz besser. Ja. So. Wir haben jetzt hier noch, auf Arabisch heißt das Menaish. Das ist wie türkische Pizza. Weizenteig mit Thymian drauf, mit Käse, Sucuk drauf. Eine kleine Mini-Pizza. Ja, mäßig, genau. War schon sehr deftig, so aus dem Frühstück. Sehr, sehr deftig. Das haut schon um. Für mich das Beste. Nee, besser als mit Käse. Käse für mich super, super. Ja, Käse immer. Wie schmeckt er? Sehr lecker. Ich mag das. Oder ich esse auch immer Margarita-Pizza. Das kann man auch mit einem Löffel essen. Aber richtige Libanesen brauchen keinen Löffel. Die essen das so. Nimmst du Brot, machst du so. So isst man das eigentlich. Dann hast du es auch drin. Schmeckt. Eine Gurke. Nana. Ganz simpel. Ganz simpel. Simpel. Aufschnitt und so habt ihr gar nicht, wa? Ja doch schon, aber das ist so das typische, würde ich mal jetzt sagen. Was sagst du? Sehr lecker, aber wäre mir auf Dauer zu deftig, wenn ich das jeden Tag frische oder. Ich wäre locker. Es gibt ja nicht nur das Frühstück. Das ist eine Variante, sag ich. Oh. Ja, was meine? Mhm. Aber sehr lecker. Aber? Sehr lecker, ja. Wir essen jetzt weiter. Dann hast du zu den Pizzen noch hier. Hast du auch mit Thymian probiert? Thymian mag ich sehr.
Käse sowieso? Käse ist das Beste. Sehr lecker. Wer ist jetzt weiter? Und dann gibt es am nächsten Spot. Hört also, mal, was Alda zu sagen hat. Ich erlebe sowas zum ersten Mal, sag ich ehrlich. Ich nach dem ersten Spot. Nach dem ersten Spot. Sättigungsgefühl kriegen, ist geistkrank. Das stopft so krass. Ich glaube, es ist auch wegen dem Teig und so, ne? Ja, Bruder, geistkrank. Sehe ich, bin Knockout. Was? Nein, nicht Knockout, aber so schon so dieses. Ja, ne, eigentlich muss ich es jetzt. Ist, es ist sehr deftig. Also kannst du auch danach nach Hause gehen und dich erstmal hinlegen. Ja, so ja. Halt, mäßig. So will ich eigentlich. Aber wir haben auf jeden Fall noch zwei Spots. Das war der erste Spot. Und ja, mal gucken, was da kommt. Wir machen auf jeden Fall drei verschiedene. So Leute, zweiter Spot, Pasta, also italienisch. Bewertungen und so machen wir alles am Ende. Genau, machen wir am Ende. Sieht sehr, sehr unscheinbar aus. Der Laden heißt Pipasso. Wir sind hier in Berlin, in Neukölln, Sonnenallee. Offiziell für mich die beste Pasta in ganz Berlin. Wurde mir damals von einem Freund vorgeschlagen und ich habe den Laden gesehen und dachte mir, was ist das für ein Laden? Muss man ehrlich sagen, sieht halt sehr unscheinbar aus. Ich war sehr lange nicht mehr hier. Ich auch nicht. Aber ich bin echt gespannt, ob der Geschmack immer noch der also gleiche ist. Also wenn der Geschmack immer noch der gleiche ist und Preis-Leistung, wirklich, wow. Müsst ihr auf jeden Fall austesten. Wir gehen jetzt rein, wir bestellen eine Pasta. Ein Fun-Fact, das will ich dich fragen. Wenn du schon sagst, das ist der beste Laden, für was steht Pipasso? Pizza, Pasta. Solo-Pizza. Sonnenallee. Wie stark. Also, weil wir in der Sonnenallee sind. Let's go. Wir bestellen eine Pasta, die bekannteste hier. Das ist, glaube ich, die Pipasso-Pasta, aber zeigen wir euch nicht drin. Oder einmal bitte Spaghetti, Pipasso, aber nicht Spaghetti. Gibt's 78. Knoblauchscharf? Knoblauchscharf. Das ist die Pasta, die wir jetzt bestellt haben. Gespannt, ob es wie damals ist. Muss ich auch mein ehrliches Feedback abgeben, auch wenn der Abi jetzt hier neben uns sitzt, der Mitarbeiter. Es ist so simpel, aber es ist so sehr lecker. Du hast es schon gesagt, es ist so gut beschrieben. Es ist simpel, aber so lecker. Knoblauch, perfekt. Nudeln, Sahnesoße, Brokkoli, Hähnchen. Diese Gewürze, die Kräuter, scharf bisschen. Brokkoli. Schmeckt frisch. Muss man, wir haben die Preise gerade gesehen. Damals waren es 6 Euro. Inflation und sowas haben wir gesehen, jetzt 9 Euro. Aber ich finde, für 9 Euro ist der Teller trotzdem super, super, super. Also verstehe ich auch schon, dass es ein bisschen teurer geworden ist. Oder? Safe. Ja, safe normal. Und was ich wichtig finde, einfach super Portion. Also wenn ich das sage, könnt ihr mir vertrauen. Das ist auf jeden Fall keine kleine Portion, die werden davon safe satt. Wenn ihr Nudeln essen wollt, gute, guten Preis, kommt vorbei, probiert es. Komm mal her, du probierst jetzt mal. Du hast sie noch nie gegessen, ne? Ahmed, ehrliche Meinung aber, ne? Ganz, ganz, ganz ehrlich, mein Bruder. Ehrlich. Super, Bruder. Super. Wie er gesagt hat, man kriegt das, was man sich vorstellt. Einen. Das ist super es. Gesagt. Man kriegt super das, gesagt. Was man sich vorstellt. Man hat hier sein Brot dabei. Und man, am Ende diese Sahnesoße mit Knoblauch und Schaf schön aufzuessen. Super. Super. Was ist das beste Navi? Was ist das beste Mist? Bewertung, wie gesagt, machen wir komplett am Ende. Und du hast mir nicht mal Zeit gelassen. Jetzt mal ernsthaft was zu essen, du hast diesen Teller gekillt alleine, weißt du was? Ich habe geredet und dabei hast du gegessen. Ohne Spaß auf dem Weg, ich habe noch Hunger bekommen. Davor war halt. Das meinten wir jetzt. Das ist jetzt die beste Phase. Das mit dem Brot, die restliche Soße, weil da viel Soße ist, reintunken. Super. Gut, gut, gut. Sehr gut. So Leute, letzter Stop für heute. Koreanisch. Wir sind in Berlin-Kreuzberg. Bei Angry Chicken. Angry Chicken Gelbe. Koreanisches Fried Chicken. Sehr beliebter Laden, sehr, sehr lecker, finde ich auch. Noch was anderes. Und ich würde sagen, den Laden kennen nicht so viele, oder? Also Berliner sollten ihn eigentlich. Ja, weiß so wie ja, es so, ja. Ja. Aha. wir essen, was essen wir? So bucketmäßig, gehen mal rein. Dann bestellen also wir haben auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall bestellen würde. Das sind so Filet-Bites, wo ohne Knochen sind. Super. Die sind die besten, meiner Meinung nach. Super. Okay, gehen wir rein. So, wir haben jetzt einmal Bites, einmal Wings. Digga, der sitzt da einfach. Was machst du da, Junge? Aber ein bisschen spannend. Man kann nicht mal sitzen. Ist ein Minuspunkt. Drin ist sehr wenig Platz, draußen ist wenig Platz. Drinnen lief voll Musik, deshalb Vorsicht halber draußen. Zypressinist. So, das sind die Wings. So, zeig schon mal krass aus, Bruder. Zeig's mal. Geh mal bitte schön nah rein. Und das Ding ist, die sind 6 Stück, aber das sind große.
Das sind jetzt die mit Knochen, ne? Ja, meine sind mit Dings. Meine ist Soja-Knoblauch. Ich mag den Laden. Also wie gesagt, das ist da wirklich meine einer meiner Lieblingsläden so in Berlin. Die Sache ist nur, das ist so weit weg für mich, dass ich hier halt selten hinkomme. Aber wenn, dann esse ich die echt sehr, sehr gerne. Zeig mal den ersten Bissen bei Ihnen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Bei mir ist süß-sauer und ein bisschen Zimt. Hört sich ein bisschen komisch an, aber nee, scharf, scharf auch. Guck mal erstmal. Also sieht super aus. War super. Wir haben hier Wings. Überragend. Ja? Ja. Das sind ja halt keine normalen Wings einfach so. Das ist wirklich Korean. Korean Fried. Wie bitte was? Ist noch. Korean? Nein, schon sehr, sehr lecker wirklich. Also ist schon sehr gut, ja. Innen drin schön zart, saftig, außen schön crunchy. Wirklich super, super gewürzt. Der Geschmack ist einfach anders. Schmeckt halt nicht wie normale Fleisch-Wings. Also, muss man mal probiert haben. Jeder, der Wings mag und sich lieber bei KFC was reinklopft, kommt bei ihr in Walla. Safe, 100%. Hier kriegst du keine Bauchschmerzen. Hier kannst du problemlos herkommen. Hier weiß auch Wings ist, das merkt man auch, wenn du reinbeißt. Ihr seht schon, dass es auch richtiges Fleisch ist. Es ist nicht einfach irgendwie... Du musst auch einen Wing probieren. Man schmeckt Knoblauch, süß, super. Crunchy, mach du musst die Soße benutzen. Hammer. Also mir schmeckt sehr. Nimm mal ein Ding. Dein sieht so juicy aus. Komm noch näher ran. Die Leute sollen noch Hunger bekommen. Guck dir den an, den Mann. Sehr zart, oder? Mhm. Sehr, sehr gut. Über Preis-Leistung, ein bisschen teurer halt. Ein bisschen teurer, muss man sagen. Aber? Also für 6 Stück musst du 8 Euro zahlen. Aber du kriegst halt wirklich Qualität. Also wie gesagt, keine Bauchschmerzen, kein gar nichts. Oder irgendwie. Naja. Schmeckt lecker, ist was anderes, andere Gewürze, andere Zubereitung. Daumen nach oben. Safe, 100%. Ich mag den Laden sehr. Wir essen jetzt noch auf und dann kommt zur Bewertung. Danach kommt die Bewertung. Das war's mit der spontanen Foodtour. Wir sind jetzt durch. Das waren ja einer meiner Lieblingsspots. Deshalb überlasse ich das Bewerten Arda. Ich würde sagen, du kannst gerne die Dinger bewerten. Also erster war ja Big Baba. Big Basha. Der libanesische Laden. Genau. Super Frühstück eigentlich. Aber keine Sache, die ich jetzt jeden Tag essen würde. Sehr großer Pluspunkt. Das ist eine Sache, wo ich wirklich seit langem mal so nach einem Laden wirklich satt war. Deswegen würde ich sagen 8. 8 ist gut, Bruder. Ja, ist so. Sehr stark. Wow, leckeres Frühstück. Ja, ist leckeres Frühstück. Kann man auf jeden Fall machen. Dann, was war danach? Pipasso. Ich liebe Pipasso. Sagen wir mal nicht, also die Inflation ist natürlich ein bisschen teurer geworden. Ja. Sagen wir mal, dieses Gericht. Nur das Gericht jetzt, ohne Preis. Ohne Preis. Ja, ohne Preis ist für mich 8,5. Also ich finde, diese Nudeln sind wirklich Portionen, wie die Sahnesoße schmeckt. Knoblauch rauskommt. Genau, ich bin übertriebener Knoblauch-Fan. Die Gewürze etc., Hähnchen zart, also Brokkoli. Ich bin eher Brokkoli-Fan. Super. Deswegen 8,5. Und jetzt hier Angry Chicken. Ja, eigentlich für mich auch einer der besten Chicken Wing-Läden in Berlin. Ich kenne nicht viele, aber der ist schon auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch 8. Super Sinis. Evet, ey, wallah. Dann bedanke ich mich dafür, dass du meine Begleitung warst. Sehr gerne. Hast du High Heels angehabt? Hast du gerade gesagt, dass du mir... Ja, das war's. Lasst gerne Liebe da, Habibis. Alle in die Kommentare. Wir verlosen 10.000 Euro unter den Kommentaren. Er sagt 10.000 Euro. Nein, so Spaß. Ja, wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne Liebe da. Lasst Abo da auf jeden Fall. Lasst doch mal endlich mal die 100.000 zusammen knacken, Habibis. Ihr schaut nur die Videos, auch mal gerne mal abonnieren. Und natürlich auch unter dem Video Ardas YouTube-Account. Wir drehen immer zusammen Videos, das ist immer ein Tischtennis-Spielen. Ein Geben und Nehmen. Wir werfen immer rüber. Von daher lasst Liebe da und bis zum nächsten Mal. Super Sinis, Hoş geldiniz. Selam, ne liegt? Aleyküm.